Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Xenoblade und es geht endlich weiter in der Story. Ich habe so ultra viel Offstream gespielt, nur gesammelt und Nebenmissionen gemacht und so. Und jetzt können wir endlich die Hauptmission weitermachen. Endlich. Ich habe auch so viel Neues rausgefunden. Ich werde demnächst auch ein... Doch für euch wird es wahrscheinlich sogar schon erschienen sein, wenn das hochkommt auf... auf YouTube ein Video machen zu Tipps und Tricks und sowas. Lu hat wirklich viel Xenoblade gespielt, heimlich. Ja, übel. Übel. Bestimmt 10 Stunden. Safe. Gestern war streamfrei. Den Tag davor haben wir auch irgendwas gemacht. Also es kann. Wir können hier endlich weitergehen. Ich habe auch so viel Bonuserfahrung. Ihr werdet das gleich sehen. Es ist geistgestört, wie viel Bonuserfahrung ich habe. Und jetzt geht endlich die Story weiter. Ich weiß gar nicht, wo sind wir stehen geblieben? Wir haben als letztes Essel verloren. Das tat echt weh. Essel ist weg. Dieser andere I Typ ist wonder, weg. how do you think Ethel felt? Ja, Essel Was ist that weg. really what she wanted? This is my personal opinion, but life's defined by moments. Your acts define you. I think she found value in that. To achieve something in the limited time left to her. One defining moment was what she chose. You think Mimi feels the same way? I gave you my opinion. I'm sure Mio has her own thoughts on the matter. Although, I know she doesn't have that much time left. And hence, my being here now. So, you've chosen your path. Until now, I was afraid to take that first step. But now, I can do it. Man. Guck mal, die haben so ein bisschen Dreck im Gesicht. Und die Kleidung ist auch ganz dreckig. You really think they'll come? They'll come. You can count on it. Yeah? And then what? If you want to give them a hug, you can count me out of it. I want to show something to Her Majesty. Yeah? And what's that then? I mean, she's not even... She needs to be there to see how hope dies. What's this about now? She can see it. Her Majesty occupies the same niche of existence as we do. Oh, Baby. Level 37. Ey, ich habe offstream schon gegen Level 60er gekämpft. So. Kiste direkt mitnehmen. Kiste ist immer SP. SP ist ultra wichtig. We can hardly leave it. What are you hiding, little guy? Noppon Silbermünzen auch sehr wichtig. Ich denke mal, die nächsten zwei Kapitel können wir komplett durchrushen. Just past that gate, we'll find the Colony 11 Garrison. Beyond that is a residential zone. From there, there's a road to the castle's main gate. Gate penetration would not be easy. Expect huge battle. Yeah. So we'll take a detour through the hovering reefs to the right and swing around behind the castle.
That's where we'll find the ether mine and freight entrance I mentioned. Understood. We shouldn't be hanging around here for long. Let's make for those reefs, as you called them. Good. This way. Follow me. Moin, Cancer. Das kann ich dir leider nicht beantworten, weil ich Teil 1 und 2 nicht gespielt habe. Ich kann dir aber sagen, dass das Game an sich ein sehr, sehr gutes Game ist. Ob es besser ist als 1 und 2, kann ich dir leider nicht sagen. Tatja, falls du im Chat bist, kannst du ja mal sagen, ob du 3 besser findest als 1. Du hast ja 1 jetzt gespielt. Aber ich kann da leider nichts zu sagen. The absurdity of battle never ceases to amuse me. What's her deal? Oh, neuer Held? Neuer Held, save! She a Kavesi soldier? She's coming this way. Lives are so easily lost. And in oh, Doppelschwert. Geil. Truly, this is why. We'll never be able ich komme immer noch nicht drauf klar, ne, dass die maximal 9 Jahre alt sind. Oder 10. Can we... Collector's Edition im September? What? 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 We're not out of the woods just yet. Seems we have some new guests. Was heißt Collector's Edition? 1, 2 und 3? Zusammen? Oder wie? Surrounded. Only one thing for it. Yeah. Get ready. Oh, aren't you all just adorable? This ain't the time for jokes. I guess you're right. It's way too early to start laughing. Because the fun's only just getting started. Oh, die ist cool. Die will ich. Ja, Mann, Heldenmission. Die ewige Streiterin. Geil. Natürlich. Mit Steelbook und großem Artbook. Kannst du, gibt's da einen Amazon-Link zu? Gibt's da einen Amazon-Link zu? Das brauche ich. Just. And going by your appearance, I'd say you're also a Kavesi soldier. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Heldenmission, bevor wir die. Oder? Sag mal, soll ich die Heldmission offstream machen und wir machen onstream nur noch die Hauptmission? Schwierig. Nee, komm, wir machen die Heldmission, die geht schnell bestimmt. Ich will die Collector's Edition haben. Ich will die Collector's Edition haben. Wo kaufst du die denn? Limit.
Ah, auf die Nintendo-Seite geschickt. Muss ich mir nach dem Stream mal angucken. Geil. No wonder your little gang is causing waves. Bis morgen, Skobbel. Morgen wieder Mario Kart, ne? Gut nochmal. Den Link kannst du nicht reinstellen, aber du kannst den Link Tatja schicken. Dann kann Tatja den sich mal angucken und wenn das der richtige Link ist, dann kannst du den hochladen, also reinstellen. Auf Discord hat ja. Now we're here. Colony 11 is only a stone. Level 38 ist ja lächerlich. Kein Problem. Ich suche später selber. Ist gar kein Problem. Neun, sieben, zehn,
12, 11, 12. Ah ja, ich google das später. Danke dir. Kein Stress jetzt hier. No Stress. Danke, Tatja. Erfahrungen habe ich bekommen. Ich bin gespannt, wer es erben wird. Bestimmt wieder Noah. Ashera, let's go. Juni! Finde ich cool. Muss aber sagen, dass ich auf jeden Fall bei dem Schießen bleiben werde. Aber vielleicht als Zweitklasse. Was habe ich denn hier? Heilungstechniken erzeugen 40% weniger Wut, das ist nämlich Müll. Dass ich den als dritten dazu pack. Ah, das ist so ein Death-Ding. Oh, das ist ja geil. Das ist ein Deffer. Das ist ein Verteidiger. Na gut. A while. That'd be welcome. I'm seriously knackered. Ganz wichtig sind immer hier die Truhen. Dakadi, vielen Dank für den Prime Sub im 5. Vielen, vielen Dank. Gucken, was hier zu essen gibt. Ich hoffe, was Gutes. Let's rest and heal up. Klassenpunkte. Gut zu wissen, aber brauche ich nicht. Shall we put our heads together on this? Klassenpunkte. Okay. Ich wollte sowieso den Erlanger noch fragen, wo ich goldene Noppermünzen kriegen kann, damit ich die Klassen alle hochleveln kann.
What are you hiding, little guy? We've made some new friends. Die ganze Mission hier werde ich offstream machen. Wir machen onstream nur noch Helden und die Hauptmission. Aber ich will eben einmal hier die Kisten mitnehmen. Und dann geht's weiter in der Hauptstory. Vor allem bin ich voll gespannt, wie es weitergeht, weil ja jetzt schon einiges geleakt wurde. Und ich voll gern wissen will, wie das um... wo ist der? Voll gern wissen will, wie das umgesetzt haben. Wo ist die? Wie komme ich denn da hin? Von außen? Ah, von da, okay. What are you hiding, little guy? So, weiter geht's in der Story. Should we go here first? Meter. Geht das sehe ich auch schneller? Alter Schwede. Ja, das wird ein Fußmarsch, ich sage es euch. Junge, Junge, Junge. Laufen ist gesund. Na, guck mal, das Flöten-Ding. Kann ich das schnell machen? Ether brauche ich nicht mehr. Ich habe 99 Ether. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Ether. Ist das das Castle schon? Agnita oder wie das heißt. MG, was meinst du? Grüß dich. Agnita. Verstehe ich schon wieder nicht. Ah, das Schloss hat den Namen. Krass, wusste ich nicht. Ich werde erstmal in den Weg da gehen. Kleiner Umweg, aber muss sein. Weiß nicht der Name. Level 49er, krass. Ja, wir haben leider auch kein 49. Scheiße, den. Wir haben leider auch gerade kein Xenoblade 3 Profi hier. Ich glaube, Erlanger ist nicht mehr da. Oder ist einer mit Ausrufezeichen? Den nehmen wir doch schnell mit. Ich weiß nämlich auch nicht, wie der Name ist. Vergessen. Right,
spielt große Rolle in den anderen Teilen. Krass. Ich habe die anderen Teile halt nicht gespielt, ne? Alka-Mod oder so. Alka-Mod. Ich muss gestehen, ich habe die anderen Teile nicht gespielt. Deswegen, also alles, was mit den anderen Teilen zu tun hat, ich habe keine Ahnung davon. Das ist mein erstes Xenoblade. Ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr nice. This is something decent, right? Es gibt eigentlich nur eine Sache, die mich nervt. Die mich so richtig nervt. Sonst finde ich es eigentlich echt richtig, richtig gut. Aber eine Sache gibt's, die ist wirklich zum Kotzen. What are you hiding, little guy? Welche Sache? Die Laufgeschwindigkeit. Wieso gibt es keine Möglichkeit, schneller zu laufen? Also es gibt nicht eine Möglichkeit. Man kann mit Harmonie... kann man schneller laufen. Aber die... also selbst mit dem höchsten Harmoniebonus ist die Laufgeschwindigkeit immer noch ein Witz. Ein Witz, wirklich. Einfach ein Witz. Die Laufgeschwindigkeit ist viel zu lahm. Die hätten sowas wie ein Pferd oder irgendwie sowas. Die hätten die einführen müssen. Es gibt so eine Mission von Valdi, dass man so ein Lefnis, so eine Maschine reparieren muss. Vielleicht ist ja so, dass du mit der Maschine vielleicht auch rumlaufen kannst, wenn du die reparierst, keine Ahnung. Aber hier, es ist so lahm. Vor allen Dingen, die Welt ist so riesig. Es wäre so gut, wenn man eine Möglichkeit hätte, wenigstens ein bisschen schneller voranzukommen. 50% schneller würde schon reichen. Das ist das Einzige, was mich wirklich stört. Teilweise, wenn du irgendwo hinlaufen willst, musst du wirklich stundenlang laufen. Und jeder Weg, wo du falsch gelaufen bist, tut dir so weh. Da macht das Erkunden auch ein bisschen weniger Spaß. Wenn du weißt, wenn ich da jetzt lang gehe, dauert es auch eine halbe Stunde, bis ich wieder zurück bin. Das nimmt mir immer ein bisschen die Spielfreude. Leider. Weiß nicht, wie das bei den anderen Xenoblades gelöst wurde oder wie das da war, aber die Welt war da ja auch kleiner. Ich habe gelesen, Xenoblade 3 Welt ist 4-mal größer als Xenoblade 2. War da noch schlimmer? Ach du Kacke. It's just up ahead. How about here? Du bist gleich, Rolf. Die beiden Königinnen sind aus Xenoblade 1 und 2. Ja, das habe ich schon so mitbekommen. Also ein bisschen was wurde mir schon gesagt. Also Teil 3 soll so ein bisschen die Brücke sein zwischen Teil 1 und 2 und führt die beiden so ein bisschen zusammen. Und Mio, Tayon und Senna sind aus Teil 2 und Noah, Juni und Land sind aus Teil 1. Soweit weiß ich schon. Also ich habe gehört, 4-mal so groß wie Teil 2, ja.
What are you hiding, little guy? Something so valuable here. Die kommen nur aus den Welten von 1 und 2. Hm. Aber ihr merkt, ne, ich weiß halt gar nichts davon. Ich weiß echt gar nichts davon. Also, falls ihr darauf Bock habt, ich habe die ersten paar Folgen vom Let's Play schon hochgeladen. Ich habe nichts gerafft. Ich habe gar nichts gerafft. Die ersten 5-6 Folgen habe ich nichts gerafft. Ich kann ja gleich die Welt, die ich bisher schon erforscht habe, mal zeigen. Kurz einmal Karte checken. Also, ich habe Ethial. Die ist so groß. Gestartet sind wir hier oben. Dann ging es hier runter, 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 runter. Und hier ist hier überall was zu tun. Ne? Überall was zu tun. Hängst weiter nach vorne. Hier oben gestartet. Komplett runter. Guckt euch mal an, wie viel ich hier schon gemacht habe. Hier runter. Und dann ging es hier nach Pentales. Pentales haben wir hier gestartet. Da mussten wir hier. Das war sehr schlauchartig. Hat sie hier wieder einen großen Bereich. Dann ging es hier in den Wald. Und dann hier weiter zum Schloss. Und jetzt sind wir ja hier beim Schloss. Das Entdecken macht drauf an. Sehr. Ja, es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Das ist für mich auch das, die große Stärke von dem Game. Ich sag immer, das ist kein JRPG. Das ist ein Sammelgame. Also eigentlich bist du die ganze Zeit nur am Sammeln wie ein Verrückter und am Entdecken. Das Kämpfen, das Leveln und so, das Craften ist alles ganz nett. Aber eigentlich ist es ein Sammelgame. Sammel- und Erkundungsgame. Du kannst hier so viel erkunden und sammeln. Kenzer, viel Spaß auf der Arbeit. Wir sehen uns. Sammelgame mit JRPG, ja, so würde ich es beschreiben. So würde ich es, glaube ich, beschreiben. Man darf auch nicht nur die Fläche an sich sehen, ist auch alles sehr dreidimensional. Also vieles mit Höhen und Tiefen, gibt viele Höhlen, gibt viele Berge. Und die Welt ist so krass offen. Also du kommst, es gibt 4 Mechaniken. Einmal das Klettern, einmal das mit der Seilrutsche und dann so Sand hochlaufen. Und noch irgendwas, was ich halt noch nicht kenne. Und
Das macht das Game so riesig und so weitläufig und du kannst im Prinzip überall hin, wenn du das Level hast. Aber ich war auch schon in Gebieten mit Monstern, die ein viel höheres Level haben als ich. Und da kannst du halt trotzdem einfach vorbeilaufen und die Welt erkunden und Sachen sammeln und suchen und sowas. Also auch wenn die Monster das übelste Level haben, es macht gar nicht unbedingt so viel. Guck mal, jetzt zum Beispiel, ich bin den ganzen Weg hier hingelatscht und muss den ganzen Weg jetzt wieder zurück und es dauert so ultra lange. Es dauert zu lang. Also wenigstens, wenn ich ein Reittier hätte oder irgendein Motorrad oder sowas. Oder die auf ihren Waffen rumfliegen könnten. Irgendwas, bitte. Oder man rutschen könnte oder so. Oder nochmal schneller laufen. Einfach nochmal eine Stufe schneller laufen. Was ist das für ein Gegner? 40, easy, machen wir weg. Den machen wir weg. Also das Monster-Design sieht ja auch so gut aus, ne? Ich glaube, ich muss wieder einen Heiler mehr machen. Ein Heiler ist zu wenig. Wenn der Heiler nämlich im Arsch ist, dann habe ich ein Problem. Ich brauche wieder einen Heiler mehr. Ja, jetzt ist Lance tot. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein huge Problem. Ich muss gleich auf jeden Fall wieder einen Heiler mehr machen.
Zwei Tanks, zwei Heal, ja. Muss ich gleich wieder machen. Ich habe das, ich habe in dem ganzen Sammelwahn, den ich in der letzten Zeit hatte, ganz vergessen, dass ich nur noch einen Healer habe. Müssen wir gleich mal ändern. Oh, Noppon Guldmünze. Geil. Machen wir jetzt mal direkt. Eine Goldmünze, eine Noppon Goldmünze, das muss ich dir merken hier im Bereich. Vielleicht kann ich bei dem Goldmünzen farmen. Weil es wird ein Versuch, viele Klassen zu lernen, ja mache ich. Ich habe auf jedem drei Klassen. Oh, direkt wieder so einer. Rein da. Vorrat der Feige. Mal bitte jemand Juni heilen. Juni heilen bitte. Wieso hält denn jemand Juni? Ja,
Dieses Unicode. Only Twitch Live, geiler Name, grüß dich. Ich spiele auch normal. Noch ein Goldmünze, geil. Oh Gott, wo geht's denn da schon wieder lang? Oh mein Gott, ey, das ist ja... Ach, hier müssen wir sogar lang. Ah, hier müssen wir sowieso lang. Okay. And off we go. What kind of place is this? There's plenty of black fog. How come the annihilation thing ain't happening? I couldn't begin to guess, but I'd say the castle has something to do with it. Hello, einfach hier im Lager. Einfach im Nirgendwo ein Lager. Aber jetzt können wir nämlich noch das machen, was ich sowieso machen wollte, und zwar leveln. Ich werde so viel Level machen. Ich glaube, ich habe über 100.000 Bonuserfahrung. Ich habe so viel Bonuserfahrung. Das wird nochmal ein richtig geiles Ende für die Folge. Zieht euch das jetzt rein. Ups. Zieht euch rein. Ich sag 5 Level Minimum. 5 Level Minimum. 130.000 Bonus EP. 7 Level. Geil. Level 56. Alter Schwede. Nochmal schnell wegen Juwelen gucken. Und dann, stimmt, da kann er jetzt jeder, oh, auf Level 50 gibt's, glaube ich, was Gutes. Right then. Oops, we have found us. Hä? Der gibt mir jetzt erstmal seinen Noppernstein. Blauer Noppernstein. So, was kriegt ihr jetzt auf 50? Oh. Ausrüstung. Mal gucken, was wir ihnen geben. Erhöhte Crit-Rate. Den habe ich ja schon. Erhöht Crit-Rate um 25%. Also das ist schon mal gut. Eisstirnband. Das habe ich noch. Das ist gut eigentlich. Okay, nächster. Ich habe schon Agilität hoch und KP hoch. Nochmal Agilität geht nicht, ne? Nee. Blockrate. Wäre vielleicht gut. Ich glaube, ich nehme die einfach. Ich nehme die Blockrate, das ist gut. Hier gehen wir voll auf Attack. Angriff hat die.
glaube, ich mache die Reichweite vom Fernangriff. Ist ja ein Fernangriffer. So. Bin ich nochmal barmherzig? Habe ich nochmal, perfekt. Du kriegst nochmal Attack. Crit-Rate brauche ich nicht. Silbergut habe ich schon. KP habe ich auch schon. Ich glaube, ich nehme hier diese Meistertechniken hier zu Kampfbeginn aufgeladen. Ja. Mehr Damage, Junge. Ja, nicht auf alle. Nicht auf alle braucht man Crit-Rate. Ich hab Noah ist bei mir auf Crit. Noah ist bei mir Full Crit. There it is. Black Fog, too. Few enough numbers to sneak around. Is Colony 4 gonna be safe, do you think? They should be okay. Alle. We haven't seen the light for a while. I think that's a good sign. Let's move. The fact that we killed consuls must be old news at this point. Could have made examples of a few people by now. They ain't expecting us to sneak aboard, though. We've got them with their pants down. Let's get in there, mess them up, get out. Bish bash bosh. Bish bash bosh. Actually, they may have already anticipated our moves. Nah, mate. Come off it. Think about it. How would they have known where we'd be? Can't be a coincidence. I mean, sure, it could have been intuition on Ethel's part, but we have to be realistic. So it's a trap. You want to turn back? No. We'll go. We can't turn back now. We can't allow their deaths to have been in vain. So you would entertain the risk? It does sound bad. You know, I think I kind of like it. Neuer Held? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Like das Video und bis zum nächsten Mal. Haut rein.